Wow, guten Tag, liebe Transportierenden und liebe Leute mit gutem Geschmack. Okay, Feinschmecker eingeschlossen. Onkel, ja. Warum sind denn da so viele Kapern in seiner Schüssel drin? Weil mir Kapern sehr ans Herz gewachsen sind und ich diese Kapern gerne mit roten und weißen Zwiebeln und mit Fleischwurst vermische. Ach so? Ja. Und dann? Dann kommt Würzpaste. Würzpaste von den Freunden. Die kommt einfach mit ran. Zack, ist gewürzt. Nicht so viel. Und dann? Naja, dann kommt noch wegen der französischen Komponente, kommt noch zwei gute Teelöffelchen Dijon-Sempran. Und dann? Naja, dann kommt grüne Algen mit dran. Okay, wartet ihr schon alle? Nein, Onkel. Da muss noch mehr ran. Da muss noch ein bisschen Radicchio-Salat ran. Okay, Radicchio. Ran damit. Fertig. In the house. Und dann? Ja, dann? Dann mache ich die Soße. Hier habe ich schon den Essig von den Kapern. Jetzt? Das gute Öl mit den vielen guten Sachen. Zack. Dann die Knorrkomponente, Dillkräuter. Umrühren. Rein damit. Und dann bringst du alle durcheinander. Und dann machst du dir das schön auf den Teller. Dann wird es noch mit schwarzen Oliven und mit anderen Sachen schön garniert. Aber vorher muss es durchziehen. Und ein bisschen Pirogi. Ja? 10 Minuten nur kochen und beste arabische Brot in der Haus. Will ich dir noch mehr? Ja, ich will noch mehr Geschmack. Pio.